Ich bin's mal wieder. Ich wollte euch mal wieder mit einem kurzen Tipp zum Thema Organisieren, Aufräumen, alles was da drum und dran ist, beglücken. Ich hoffe es zumindest. Und ja, habe wieder mal was Kurzes, aber was vielleicht trotzdem hilfreich ist, mir überlegt, was ich euch zeigen wollte. Wir sind mal wieder in der Küche, wie ihr seht. Das ist ja mein altbekanntes Gewürzregal, was an der Tür hängt. Und dann ist es so, da ich recht wenig Stauraum ansonsten habe und auch keinen Lagerraum oder was auch immer, habe ich mir hier einen großen Schrank einfach hingestellt, wo ich alles, was so länger haltbare Sachen sind, aufbewahre, also Vorräte und sowas. Und da sind halt Schubladen dran. Und das sieht halt dann so aus, ungefähr ist von Ikea ein recht einfacher Schrank. Da kann man, also die sind so hier so Klappen dran machen, also einfache, dass man da reinmacht. Aber ich finde grundsätzlich immer Schubladen besser, weil man dann einfach das rausziehen kann und man kann drauf gucken und auch bis hinten reingucken, was es ist. Währenddessen man bei Sachen, wo nur eine Klappe und eine Tür vor ist, dann immer nach hinten wühlen muss. Ja, auf jeden Fall habe ich hier oben zwei Schubladen dran. Und hier in der zweiten Schublade habe ich meine ganzen Konservendosen drin. Und das, wie ich gemerkt habe, wo ich diese tolle Idee hatte, ganz schön blöd ist, wenn man Konservendosen von oben einfach so anguckt und dann überlegt, was nehme ich denn? Habe ich ganz einfach das so gemacht und mit dem Edding hier oben draufgeschrieben, was in den Dosen drin ist. Also, ne, wie gesagt, ich habe hier auch so mit Pesto und sagt, Suppen, Tomaten, Kirschen, also einfach alles, was, wo man so oben drauf guckt, habe ich einfach beschriftet. Und so muss ich dann nicht, weil ich habe wirklich angefangen, jede Dose rausziehen, zu gucken, was ist jetzt das, was ich brauche. Und so hat man einfach den super Überblick. Deswegen habe ich hier oben einfach immer meinen Edding liegen, der eben noch hier lag. Und jetzt nicht mehr da liegen. Auf jeden Fall, ja, also vielleicht. Sag, bei Konserven ist das nämlich manchmal schwierig, wenn man die dann hintereinander im Schrank stehen hat, zu schauen, was habe ich noch, was brauche ich, ist es gerade da, was ich zum Kochen haben möchte. Und so vielleicht einfach mal überlegen, das in eine Schublade reinzupacken und dann einfach von oben zu beschriften und man hat alle Dosen auf einen Blick und man weiß genau, was man hat. Das soll es gewesen sein für einen kurzen Tipp. Wir gehen jetzt noch ein bisschen raus in die Sonne, genießt ja auch die Zeit und bis bald. Wenn es Fragen gibt, gerne schreiben, was auch immer. Und ja, bis bald. Tschüss.